Liebe, du willst mehr, ich will mehr. Darf ich dir von zwei Wundern der Liebe erzählen? Liebeswunder 1. Gott opfert seinen Sohn am Kreuz und vergibt sogar die hasserfüllte Tat von Menschen, die seinen Sohn ermordet haben. Das ist wunderbare Liebe. Und Gott will, dass jeder von uns diese Art von Liebe hat. Der christliche Autor Oswald Chambers sagte: Aber das Wunder der erlösenden Wirklichkeit Gottes ist, dass der schlimmste und abscheulichste Täter niemals die Tiefen seiner Liebe erschöpfen kann. Das erste Liebeswunder an Ostern ist, dass Gott uns genau so sieht, wie wir sind, Sünder. Er hat Jesus für dich und mich sterben lassen und sein Blut, das auf wundersame Weise vergossen wurde, hat uns zu einem neuen Menschen gemacht. Dieses erste Wunder der Liebe geschieht in der Sekunde, in der wir von ganzem Herzen glauben, dass dieses Wunder für dich und mich war. Die Erfahrung dieses ersten Wunders der Liebe macht es möglich, das zweite Wunder der Liebe zu erleben. Nachdem Jesus Christus am Kreuz gestorben war, wurde er begraben. Und wie die Schrift sagt, wurde er nach 3 Tagen von den Toten auferweckt oder ist auferstanden. 3 Tage. So run to him, run to him. He'll give you forgiveness for all your sins. Run to him, run to him. Du siehst, Jesus musste sterben, damit Gott ein Wunder der Liebe in seinem Leben vollbringen konnte. Das sollte sein, um ihn zu einem neuen und besseren Leben zurückzubringen. In gewisser Weise muss auch jeder von uns sterben, damit Gott uns wieder so lieben kann, wie er es für Jesus getan hat. Wir sterben für ein Leben in der Vergangenheit, für das wir Vergebung brauchen, indem wir "Auf Wiedersehen, altes Leben" sagen. Und während wir uns verabschieden, tut Gott das zweite Wunder der Liebe. Ein gleichzeitiger Austausch unseres alten Lebens, das stirbt, während Gottes Geist unseren Körper wieder füllt und uns zum Leben zurückbringt. Dieselbe Kraft, die Jesus nach 3 Tagen wieder zum Leben erweckt hat, erfüllt unseren ganzen Körper, Geist und Seele und bringt ihn zu einem neuen und besseren Leben zurück. Ein neues Leben, jenseits deiner kühnsten Träume und ein Leben, das ewig dauern wird. Dinge, die das Auge nicht gesehen und das Ohr nicht gehört hat und die nicht in das Herz des Menschen eingedrungen sind. Alles, was Gott für diejenigen vorbereitet hat, die ihn lieben. Bitte beanspruche diese beiden Wunder der Liebe für dich selbst. Warum noch länger warten? Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und an dein Herz glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Sag: Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, du wurdest von den Toten auferweckt. Und ich glaube, dass dieselbe Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, mich auch antreiben kann und mir ein ganz neues Leben gibt. Wenn du das von ganzem Herzen gesagt hast, bist du jetzt ein neuer Mensch. Wer also in Christus ist, der ist ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen. Ich will dir helfen. Auf dem Bildschirm siehst du Informationen und du kannst einen Berater anrufen oder kontaktieren, der dir auf dem Weg deines neuen Lebens helfen kann. Bitte rufe jetzt an. Ich hoffe, dich hier auf Erden persönlich zu treffen. Aber wenn nicht, dann werde ich dich eines Tages im Himmel treffen. Und das, mein Freund, ist ein Wunder. For years you've wandered in a land so far from home, trying to find your way out of the darkness that you've known. Now you're looking back at how things might have been. When you ask the Lord for light, so run to him, run to him. He'll give you forgiveness.
Run to him, run to him. He'll give you forgiveness for all your sins if you run to him.